Hallo da draußen, ich bin der Michi und ich habe ein nerviges Problem. Mein MacBook Pro 15 Zoll wird ständig zu heiß. Die Lüfter laufen auf volle Pulle und sind deshalb laut. Wie man hier sieht, wird es so heiß, dass das Gehäuse schon angelaufen ist. Ich habe vorher schon mit solchen Lüftern experimentiert, hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht besser wäre, die heiße Luft aus dem MacBook herauszusaugen. Deshalb habe ich mir zwei von diesen Sauglüftern bei Amazon gekauft. Jetzt bastle ich mir eine Unterlage, auf die ich die Lüfter klebe, damit ich das MacBook vor die Lüfter schieben kann, damit diese die heiße Luft dort heraussaugen. So soll das nachher aussehen. Ich messe das MacBook, damit ich den Karton passend schneiden kann. So habe ich dann nachher die richtige Position für die Lüfter. Ich markiere mir die Breite und schneide von beiden Seiten was ab, damit ich saubere Kanten bekomme. Die Lüfter sollen später genau hier ansetzen. Ich messe den Abstand vom Rand und markiere ihn auf dem Karton. Überprüfe nochmal, ob die Gummilippe der Lüfter auch wirklich breit genug ist. Natürlich sind die Füße der Lüfter nicht selbstklebend, wie ich ursprünglich gedacht habe. Deshalb hole ich mein doppelseitiges Klebeband. Ich schneide kleine Stücke davon ab und klebe sie auf die Füße der Lüfter. Mal sehen, wie das funktioniert. Und siehe da, klappt wunderbar. Noch den zweiten verarzten. Und tada! Sieht so aus, wie ich es mir gedacht habe. Dann probiere ich mal aus, ob das funktioniert. Okay, alles verkabelt, die Lüfter laufen. Ich kann auch ihre Drehzahl verändern. Ich rendere jetzt mal ein Video, da wird das MacBook nämlich besonders heiß.
Mit der App Max Fan Control schaue ich, wie schnell die internen Lüfter laufen und wie hoch die Temperatur steigt. Nach einigen Tests kann ich sagen, dass das MacBook durch die zusätzlichen Lüfter kühler bleibt. Jedoch machen die externen Lüfter auch nervige Geräusche. Den letztlichen Erfolg brachte dann allerdings ein Update des Betriebssystems. Falls jemand von euch so ein MacBook hat, was ihm zu heiß wird, kann er das ja mal ausprobieren. Danke fürs Zuschauen. Falls das hilfreich für euch war, gebt dem Video doch ein Like. Danke! MacBook Pro 15 Zoll von 2017. Nur heiße Luft.